So, Holz. Okay, scheiße. Kann ich das Holz wieder ablegen? Leg's doch ab! Dave, Hilfe! Wie kann ich das Holz ablegen? Welche Taste war das? I don't know. War das R, T, F, G, H, J, 5, 7, 8? Vorhin hat er doch irgendwas erzählt mit, ich kann mit irgendeiner Taste kann ich... Warte. Mit irgendeiner Taste kann ich doch Sachen ablegen. Tastatur. Ducken, interagieren, aufheben. E. Springen, Ketten, ausweichen, Richtung. Ja, 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 ja. Fallen lassen. Wenn du was in der Hand hältst. Okay. Linke Maustaste. Cool. Kletter hoch. Unverzüglich. Unverzüglich. So, wir wollen nämlich nochmal hier oben gucken, weil hier oben gibt's... Stoff. Oder Stoff. Wo sollen wir lang gehen? Sie ja, wir gehen doch jetzt mit dem Stock, gehen wir jetzt doch gleich da durch. Nun beruhigt euch, Freunde. Wir haben noch einen Plan. Wir wissen doch, wo wir hin wollen. Lukas. Hä? Nun habt dich mal nicht so. So, wofür war's? Wir zünden hier an. Gehen hier durch. Ganz in Ruhe. Slow and steady. Und dann können wir mit diesem Wegelchen hier gleich, Wir müssen schieben. Ich helfe mit. Pass auf, verbrenn dich nicht. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Ach so. Ich hab doch was gehört. Warte, kann ich hier kurz raus? Was war das? Was war das? Auf Wiedersehen. Ja, gewiss. Also da habe ich wirklich keine Scheu vor, ne? Also da ist... Die sind ja auch nicht lieb zu uns. Also müssen wir auch nicht lieb zu denen sein. Die Räder stecken im Schlamm fest. Wir müssen ihn stehen lassen. Er ist ja auch okay. Was zur Hölle machst du denn? Halt ihn fest! Ist ja widerlich. Komm schon, ich will bloß an seine Zähne ran. Schon klar, aber... Was? Die Ratten fressen den doch sowieso. Was ist denn mit ihm verkehrt? Ja, hast wohl recht. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Shh, wir finden eine Lösung. Mist, bewegt sich kein Stück. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Versuch's doch mal bei einem anderen. Die liegen hier überall rum. Okay, wait. Bleibt hier. Kein Problem. Hier. Diese verfluchten Drecksviecher. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Nee, kann ich nicht, ne? Scheiße. Ist ja gar nicht mal so gut. Ich hätte hinter dem Typen herlaufen sollen. Ist ja gar nicht mal so einfach gewesen. Okay, wir warten kurz. So, lauf mal vor. Ach. Ich folg dir. Dankeschön. Ja, endlich, verdammt. Und dafür die ganze Mühe? Was machst du jetzt damit? Muss ich mir noch überlegen. Ja, weiß ich auch nicht. Los, los, ich folge dir. Okay, wir haben eine Fackel, wir sind safe. Wir gehen jetzt hier durch. Vor allen Dingen das Schöne ist bei dieser Fackel, also auch wenn uns jetzt hier die ganzen Pappnasen sehen könnten, ja, wir haben sie aber nicht lang, wie ich gerade sehe. Ach, ist ja ein Träumchen. Wir legen sie ja hier schon wieder ab. Komm, kletter hoch. Hm. Na gut. Kein Mucks. Warum wir die nicht mitnehmen? Ich verstehe es nicht. Ih, die haben ja Stöcke im Bauch. Sieh nicht hin. Versuch alles, um dich herum zu ignorieren, Hugo. Ja, wir können hier nicht bleiben. Nee, nee, machen wir auch nicht. Wir sind weg. Das zünden wir jetzt mal nicht an. Los, rein da, schnell. So, Freunde, wir haben hier eine Fackel. Amicia, er sitzt in der Falle. Shh.
Wir müssen weiter. Das war okay. Noch Zeit. Können wir die Ratten zu ihm einfach durch hinjagen? Hey, was treibt ihr da? Tut mir leid, aber wir müssen hier raus. Amicia! Lasst mich... Das kann nicht wahr sein. Hier entlang. Kommt. Es tut mir ein bisschen leid, aber nicht so richtig. Wir müssen ohne. Warum hat er denn die jetzt fallen gelassen? Es ist toll. Oh, ein Soldat. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Oh, was ist das? Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen, du musst es vermischen. Etwa so? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Gut, ich hoffe, du weißt, was du tust. Gut, bis gleich. Somnum lässt Gegner endgültig einschlafen. Nähere dich unbemerkt einem Gegner von hinten und drücke E, sobald du das Symbol angezeigt wird, um es zu verwenden. Schläft er? Ja. Für eine Weile. Danke. Das wird uns das Leben retten. Okay. Okay, er schläft. Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig anders aus. Okay, was können wir jetzt hier machen? Warte, ich will hier noch kurz das hier mitnehmen. Nee, kann ich nicht. Okay. Was? Du kannst die bestimmte Wegliste hintergehen, wenn du so weit angezeigt wird. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Was wird denn jetzt... Okay. Ja, ich lasse los. Achtung! Oh Gott, das war aber gerade... Okay. Denkst du kriegst das hin? Ich kann nicht, Amicia. Ach du Scheiße. Ja, hat er recht. Kacke. Oh, warte. So, jetzt, oder? Schaffst du das? Nice. Wie viel habe ich denn eigentlich noch? Oh, gar nicht mehr so viel. Ich glaube, ich stelle mal noch ein paar her. Los, Hugo, genau so. Okay, okay. Cool. Angemacht. Und durchgelaufen. Nee, warte mal. Das war jetzt eigentlich dämlich von mir. Fällt mir gerade mal auf. Das war dämlich. Warte kurz. Kannst mach du das noch mal. Übernehmen? Warum mache ich denn das Holzstück jetzt schon an? Also wir müssen, also, naja, egal. Los, Hugo, genau so. Ah, okay. Also, weil wir brauchen das Holzstück nicht jetzt, sondern erst da hinten, ne? Weil wir ihm jetzt hier sagen... Ja. Mach mal, dann können wir nämlich hier wieder rüber. Sehr gut. So, weil wir brauchen das Holz hier. Ich hab's geschafft. Da können wir uns bei Hugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich ja. Auch. Na los, gehen wir. Also wer würde das... Was passiert denn jetzt? Gehen wir unten. Wir gehen doch jetzt aber nicht da unten durch, oder? Also... Also ich wäre jetzt da nicht so der Freund von. Aber okay, cool. Why not? So, kann ich jetzt hier noch irgendwas herstellen? Haben wir hier noch irgendwo anderen Loot? Herstellen? Geht was?
Nope. Nix. Nix geht. Achso. So. Ja, sonst können wir den. Ja, können wir. Warte. Macht euch bereit. Wir müssen im Licht bleiben. Los, los. Wir halten ihn nicht auf? Nein. Nein, lauf. Wir laufen schön hier hinterher. Aber es funktioniert doch. Na gut. Es hat funktioniert so da. Okay, wir haben jetzt uns zwar um den Soldaten gekümmert, aber wir kommen hier nicht weiter. Ah. Da, auf dem Turm. Sind das etwa? Ja. Oh. Tote. Sie brennen! Sie nicht hinfliegen. Aber wir kommen trotzdem nicht weiter. Was machen wir denn jetzt? Ich bin verwirrt. Oh. Lukas, komm doch zurück! Du wärst ja fast draufgegangen. Junge! Nee, warte. Müssen wir. Lol, okay. Sollen wir hier noch irgendwas an Stuff? Nope. Ey. Wir kleinen fiesen Biester. Okay. Da sind wir bis hierhin gekommen. Und das Holzstück ist gleich wieder alle. Okay, aber hier haben wir wieder neues Holz. Ich würde sagen, das war dämlich. Warte mal, kann ich das so und kann ich das Holz dann mitnehmen, wenn wir hier rüber? Ja, natürlich nicht. Ich kann nicht. Amicia, ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Mein Kopf. Die Makula. Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo. Die Makula. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. So, jetzt hüpf rüber. Ich würde gerne den Stock mitnehmen oder auch nicht. Schade. Hätten uns eventuell nur helfen können. Ach du Scheiße, hier sind ja noch mehr solche Gegner hier. Was? Sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Was, nur Mut, Leute! Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Ja. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Scheiße. Dann los jetzt! Gehört uns. Was war das für ein Geräusch? Ja, was war das? Das war nicht gut. Amicia! Oh Gott, lass uns schnell wegrennen. Amicia! Nein! Okay, das lief mal nicht so schön. Ich glaube, ich müsste hier auch bald einen Kill-Counter einsetzen. War ja gar nicht so gut. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen.
Jetzt ist mal die große Frage. Sie gaben ihr Leben für England. Könnte ich den Kack stelzen? Okay. Das war leider nicht so clever. Wir rennen zurück. Ja, ist okay. Ich wollte mal was ausprobieren. Ich hätte gedacht, ich kann diesen Laberköppen da irgendwie, ne, und so, mit Kopfschuss irgendwie so weghauen. Aber nee. Das funktioniert nicht. Gut, dann müssen wir sneaky vorgehen. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Du kannst nicht wegrennen. Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Das ist sehr, sehr schade. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Ja, oder nicht? Dann los jetzt! Gaien gehört uns! Das ist die Frage. Bleibt er da? Bleibt er nicht da? Arbeitet er weiter? Lässt es sein? Okay, lässt es sein. Er bleibt da. Gut, kann ich hier? Nee, natürlich nicht. Warte. Steine? Ja, das ist jetzt natürlich ein Problem. Weil er dreht sich ja um. Zu uns. Richtig? Warte mal. Kann ich... Geht das? Kann ich euch beide hier lassen? Psst. Ja, gut. Psst, genau. Sei vorsichtig. Das war ein Geräusch, oder? Ich denke schon. Na, ich denke schon. Die Luft ist rein. Kein Ton. Hab verstanden. So, jetzt ist er erstmal beschäftigt. Niemand da. Seltsam. Ja. Es ist ganz schön seltsam. Und wir sind weg. So, können wir jetzt hier eigentlich hier rüber hüpfen? Also. Amicia, ich bin so müde. Geht das? Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na, na endlich. Nice. Wo kommt ihr denn her? Was? Seid ihr allein? Ja. Achtung. Sag schon, Drecksack. Das ist meine Schwester, Bastard. Jetzt lasst uns gehen. Ihr werdet uns auch nie wiedersehen. Versprochen. Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! Soldaten, hier gibt es Schwierigkeiten. Lass uns abhauen. Was? Folgen wir ihnen. Ja, ganz schnell hinterher. Da, da, sie fliehen. Oh nein, ich dachte, ich kann nicht wegrennen. Hey, hey, Hugo. Hol die Schleuder raus! Amicia! Lass mich los! Oh. Diese kleine Wichsratte! Beschädigte Güter. Sind wir jetzt echt gefangen genommen worden? Hey, Kleine! Aufwachen! Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Roon. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Räudiger Köter. Ja, also ich würde sagen, du hast dir ein Steinchen verdient mit meiner Schleuder. Gegen deinen Kopf, Junge. Gegen deinen Kopf wird's passieren. Ah, ist einfach offen? Achso, ich dachte, sie macht's gerade auf. Wer seid ihr denn? Assassin's Creed Style. Geil. Einen schönen guten Abend, Fieserwicht. Hello. Was? Das ist ihr Bruder? Nein, das ist nicht ihr Bruder. Also glaube ich. Okay, wir sind... Wer seid ihr? Millie. Und das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Okay, wir sind leise. Die Schweine haben meine Schleuder.
Die brauchst du nicht. Warum brauche ich die nicht? Ich fühle mich aber mit der sicherer. Ist halt eine Waffe. Die Wache. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir lang? Ich würde sagen, da. Die Flaschen da. Nein, dann versperrt er uns den Weg. Also, ich hätte gedacht, wir gehen da vorbei, anstelle von da, weil da sind ja noch mehr Wachen. Aber gut. Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Er ist also dein Bruder. Na los. Okay. Wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber können wir ihn nicht einfach überwältigen? So von hinten? Tank. Groß allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Warte. Ja, sei mal kurz geduldig. Ich habe hier noch ein bisschen Loot. Lass mich mal ganz kurz. Ganz so. Okay. Jetzt kommen wir weiter. Zum Teufel kommen diese verfluchten Biester her. Stecken die Valois dahinter. Wir müssen den Weg freiräumen. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer hergefallen. Was? Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Wofür denn? Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. König Edward muss den Gut gemacht, Arthur. Dann los. Das hat er gut gemacht. Sehr gut. Oh, guck mal, Pass auf die Flaschen auf. Okay. Oh, warte mal. Ist hier noch. Ist Loot? Warte. Na, rein gar nichts. Da war gar nichts. Komisch. Aber hier ist noch Leder. Ein Knochenspiel. Was war denn? Mal sehen. Hey! Halt, hab ich gesagt! Achso, hier komme ich nicht hin. Ja, okay, vielleicht war ich ein bisschen zu gierig mit dem Loot. Wer weiß, vielleicht sollte ich das sein lassen. Aber eigentlich auch irgendwie nicht. Ich müsste gleich mal mein T-Shirt rausholen. Habe ich hier das Loot schon eingesammelt? Sieht so aus. Und das ist erst der Anfang. Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. Wir müssen den Weg freiräumen. Ja. Wir machen das alles fast. Ja, gut. Mach dich bereit. I'm ready. Melly, was wie, Melly? Gut gemacht, Arthur. Janka ist auch da, hey. Aha, Melly. Achso, weil die Figur Melly heißt, glaube ich, war, oder? Ansonsten verstehe ich das. Was ist denn das? Wahrscheinlich nichts. Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer ewigen Quasselei. Oh, und ich mache mich noch irre. Die anderen zu beunruhigen. Was ist das? Beruhig dich da hinten. Nichts? Nichts. Du hast gar nichts gesehen. Gar nichts, mein Freund. Du Scheiße, das war jetzt gerade sehr knapp. Okay, sind jetzt... Gott, da ist ja auch noch einer. Was? Wo kommst du denn hier? Oh, Junge! Okay. Ich wollte euch mal so ein paar Todessequenzen zeigen. Wie das so aussieht. Hey, da ist Loot. Ich will den Loot haben. So, die drehen sich nicht um, ne? Die sind easy peasy. So, du gehst jetzt einfach weg. Finde ich gut. Ich will den Loot! Gib mir den Loot! Und den Loot. Den will ich auch noch. Okay, hier ist nichts. Wo ist die jetzt hin? Vorsicht! Oh, das war fast knapp.
an diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer Quabelei. Sie schießen auf einen. Auf einen Toten. Ich bin doch irre. Ja, so läuft das im Krieg. Ah. So erteilt man einem Valois eine Lektion. Hast du gestern. Unten ist gut. Erwischt? Ja, aber das war keine große Sache. Diese Holzköpfe stürmen einfach blind drauf los. Wollen unbedingt als Märtyrer sterben. Ah. Helden in funkelnder Rüstung. Man muss nur einen Schwachpunkt finden und zack. Ey, die hängen da wirklich Leichen auf, um Schießübungen zu machen? Sag mal, was ist denn mit den. Vorsicht! Das ist was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, Guyenne gehört endlich wieder zu England. Ach ja? Dann sieh dich draußen mal um. Guyenne gehört jetzt den Verfluchten. Pike, da. Du brauchst Nein. doch nur eine Fackel. Wir müssen da drüben lang. Ganz einfach. Ja, dann nehmen wir doch das da, Ding da. Der Topf. Ja, gesehen. Gut gesehen. Der Topf. Auf den Boden, die kleinen Teufel. Und wenn sie dich erwischen, dann guten. Jetzt nach links. Sei ja, los, vorsichtig. Ich bin auf dem Weg nach links. Lebend. Was? Lebend? Nichts. Was ja, für ein Gefangener bringt so eine hohe Belohnung? Kinder von Valois, der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Roux. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Warum ist die im Schleichmodus so schnell und ich so langsam? Mal sehen. Das und das. Gar nicht mal übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Ja, dann knack sie doch. Wärst du so freundlich. Die kann Kisten knacken? Ist eine gute Freundin. Hier, viel Spaß damit. Ja, danke, gut, danke. Dann weiter, ich komme schon. Ich kann davon nichts mitnehmen. Warte mal, kann ich irgendwas... Ich kann auch nichts herstellen, das ist doch scheiße. Hallo? Es geht nicht weiter. So, ich bin doch jetzt da. Hallo? Nicht da lang, da sind zu viele von ihnen. Psst. Leise. Ach du Kacke, keine Flaschen umschmeißen. Da ist noch Alkohol. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Das kann ich nicht mitnehmen. So eine Scheiße. Da sind noch Lappen. Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewonnen haben. Die Hälfte der Vorräte... Oh, du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Oh, das war aber ganz schön knapp. Warte mal, ist das hier? Kampfgeschrei? Übung? Oh, guck mal, Holz. Oh, das wäre ja ein Paradies für Stevie, ey. So handwerklich. Oh, würde der hier... Mein Bruder, sieht ganz so aus. Schnell. Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Diese Dreckskerle, diese Dreckskerle. Die behalten wir für uns, oder Jungs? Nein, hey, nein, bitte nicht. Die Kleine, freu dich einfach, dass du noch lebst. Die meisten, was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen, alle suchen nach ihr. Scheiße, verteilt euch. Achtet auf die Türen und bleibt wachsam. Was? So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Was? Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Ja, was können wir jetzt machen? Ich habe keine Schleuder. Nichts. Wo bist du hin? Ich will zu meinem Bruder. Die Zelte. Durchsuch die Zelte. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein. Hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut. Die Truhe da, okay. Dein Einsatz, Melli. Ja, Melli, mach mal dein. Hier, komm, mach mal. Werkbank. Danke. Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. So, jetzt bin ich nicht mehr nackig.
Aber jetzt gehen wir erstmal hier kurz an die Werkbank. So viel Zeit muss sein. So, wir hätten jetzt noch die Munitionstasche oder den Beutel. Ich sollte Hugo mit meiner Schleuder befreien können. Ja, das ist mir bewusst. Nehme ich Munition? Was ist denn mit der Tasche? Da brauche ich noch einen Stoff. Nee, denn gehe ich. Denn warte ich noch ab. Bestimmt. Wow. Ein paar Männer rüber zum Ostwall. Zum Glück sind sie beschäftigt. Ja, zum Glück sind sie das. Mary, das Schloss. Beutel. Nice, das war Tobias Meister. Kiefer, Sutherland, Bradford. Sie sagt, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Warum macht sie denn, wenn sie... Warum machst du nicht gleich die Tür auf? Sag mal, ist mit dir verkehrt? Du knackst das Schloss und lässt sie... Ist sie drinne? Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Natürlich. Und Mary kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Mary? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja, am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. Was ist hier los? So ein böses Mädchen. Ja, es ist ein sehr böses Mädchen. Und danke, Bianca, für den Random Sound.